Commander? Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Die Dechiffrierung hat mich mitgenommen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sind Sie sicher, dass darin kein Hinweis enthalten war? Irgendetwas, das wir übersehen haben? Sie wissen schon alles, was ich gesehen habe. Sie hatten recht bezüglich der Reaper. Die Proteaner wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Reapern, dem Verschwinden der Proteaner und der Röhre. Aber ich habe nichts Bestimmtes gesehen, das uns helfen könnte. Was machen wir jetzt? Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exogeny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass Sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Jo, ich glaube, darauf war angespielt wegen der nächsten Mission. Und zwar, ja, Würmeier. Harte Entscheidung. Ja gut, für uns ist es weniger hart. Aber gut, wir haben jetzt sowieso zuerst mal ein Date auf der Citadel. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect. Endlich verlassen wir diesen scheiß Plani, denn... Den wollen wir nie wiedersehen. Und ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal besucht. Ja. Also, jetzt innerhalb von... Innerhalb der Legendary Mission, ne? Edition. Oh, wie komme ich auf Legendary Mission? Oh Gott. Mein Kopf.
eigentlich habe ich ja so gar keinen Bock. Weil da einfach unnötig Zeit verstreicht, hier nochmal auf die Citadel zu gehen. Aber ich will wirklich jede Scheiß-Mission abgegeben haben. Deswegen, let's try it. Tut mir leid, dass es teilweise so laut ist, das ist nicht von mir. Sonst müsste ich pausenlos alles regeln. Und das ist ziemlich scheiße, sowas. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Kann ich ein bisschen runterschrauben hier in, im Sound? Hab ich ja schon. Auf 50 runter. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat ExoGeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf... Aha. ...Peros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für ExoGeny endlich ausgezahlt. Ja, ja. Ich will jetzt einfach überspringen, damit wir schnell unten sind. Dann Citadel Turm. Hallo nochmal, Commander. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Durch Ihre Hilfe bei der Story um das Verbrechersyndikat hat mir mein Verleger viel größere Unterstützung zugesagt. Ich investigiere das Arbeitsumfeld der Raumlotsen und könnte etwas Hilfe dabei gebrauchen. Klingt nicht so aufregend wie ein Korruptionsskandal. Aber dabei ist es viel wichtiger. Hier geht es nicht einfach nur um Geld, sondern um die öffentliche Sicherheit. Ich hörte, dass die Raumlotsen so überarbeitet sind, dass sie selbst eine Gefahr darstellen. Ich komme nicht in den Kontrollraum, aber Sie. Wenn Sie dort eine Wanze anbringen können, habe ich eine Story. Ich werde nichts versprechen, aber sehen, was sich machen lässt. Geben Sie mir die Wanze. Fantastisch! Bitte bringen Sie sie auf einem Terminal mit guter Übersicht über den Bereich an. Danke noch einmal für Ihre wertvolle Hilfe. Auf lange Sicht wird diese Story Leben retten können. Ich bekomme die ersten Aufzeichnungen rein. Das wird eine große Story. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie. Das ist alles, was mein Verleger rausrücken wollte. War kein Problem. Viel Glück mit der Story. Das wird die Leute sehr interessieren. Ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Vielleicht können so ein paar Leben gerettet werden. Danke nochmals für die Hilfe. Ich werde das jetzt meinem Verleger zeigen. So, meine Freunde, jetzt geht's auf wieder zur Citadel. ExoGeny hat vor kurzem eine offizielle Erklärung in Bezug auf das im Hades Gamma Cluster vermisste Erkundungsteam abgegeben. Laut dieser Erklärung wurden die Überreste des Erkundungsteams in der Nähe des verlassenen Lagers gefunden. Es gab keine Überlebenden. Man geht davon aus, dass die Forscher einem Angriff von Plünderern oder Söldnern zum Opfer gefallen sind. Ihre Namen werden veröffentlicht, sobald ihre Angehörigen informiert wurden. So, let's try it. Die eine letzte Mission im Flux konnte ich leider nicht abschließen. Wenn ihr wissen wollt, wo man die Wanze hinklatscht, einfach im Bereithalten, Landungstruppen. Also, Dekontamination aktiv. Immer so laut, Mann. Ja, danke Spiel, dass du das abbrichst. Logbuch. Kommandant immer ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Halt doch die Fresse. Immer bei der Zählsicherheit oben, ne?
Da, wo ihr vorhin alle den Lift, geht ihr wieder hoch, ganz nach oben und dann rechts in der Ecke. Nur so mal am Rande. Aber ich habe das jetzt nicht reingeschnitten, weil, naja, solltet ihr eigentlich auch so hinkriegen. Und war jetzt nicht der Rede wert. Ich wollte euch einfach beim Textlichen dabei haben. So, Wörmeier. Endlich. Es war ein kurzer Ausflug zur Citadel. Let's try it. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Jetzt wird's lustig. Das ist das Einzige, was man eigentlich nicht skippen konnte, das muss ich selbst nicht machen. Weil es ja nichts Textliches ist. Okay, dann eben nicht. Am ersten Außenposten, oder was? Ich glaube, ich könnte da durchgehen, aber ich lasse es jetzt mal. Haben wir jetzt alles? Ja, die schwere Dechiffrierung soll mich jetzt nicht jucken.
Kamen wir nicht von hier? Ich habe mich schon verlaufen. Wie edel. Oder doch nicht? Uhu. Und falls ihr meine Tochter hört im Hintergrund, sie muss einfach mal lernen, dass sie nicht immer alles bekommen kann. Und da muss ich jetzt mal auch hart bleiben. Ich gebe ihr sonst wirklich jeden Scheiß. Aber das kann nicht sein. Na. Bin ich kein Vater, der seiner Tochter alles in den Arsch schiebt. Aber gut. Sei es drum. Weil mein Sohn schläft bereits. Aber nur sie will die Extranudeln, ne? Aber sie weiß ja eigentlich, dass sie den Vater nicht um den Finger wickeln kann. Ja. Aber versuchen kann man es ja, ne? Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Einfach draufhalten. Mehr ist es nicht. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Ja, dort hinten ist noch ein... Will mich doch verarschen, der Boy. Oh Gott. Jetzt darf ich, glaube ich, nicht. Funktioniert anscheinend nicht. Schlechtes Snipergewehr. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. Ihr kennt meinen Befehl. Dann nehmen wir den jetzt auseinander. Okay, jetzt reicht's. Dafür, dass das nur ein Läufer war. So. Aber ihr habt gesehen, dass ich aktivieren geklickt habe, ne? Und jetzt wurde es mir einfach nicht gezählt. Das ist passiert immer beim selben. Immer, immer. War schon beim Solo Run hier. Genau das gleiche. Und das ist das, was einfach nur zum Kotzen ist. Hi Normandy. So. Als ob die von da unten treffen, ey.
Stadt war kaputt. Der ist auch kaputt. Aha. Interessant. Das war das letzte Tor. Unser Weg zum salarianischen Camp sollte ab hier frei sein. Richtig so. Wirklich richtig so. Warum der überlebt hat vorhin? Gut, benutze ich sonst keine Granaten. Sonst wäre komplett RIP. Und jetzt kommt dann noch ein Vorfall mit Rex. Weil Rex könnte hier sterben. Ja. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Mhm. Und wenn ihr Rex hier killt, wird in Teil 2 sein Waffenbruder, blöd gesagt, dann auf dem Trönchen sitzen, auf Tuchanka und da ja, ist das salarianische Camp. Auch in Teil 3 wäre dann nicht. Und das ist ziemlich scheiße. Und Rex auf der seiner Seite zu haben, wäre nice. Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Die Geths sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist okay. In einem der Zelte in der Nähe. So, sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich?
Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Rex, diese Kroganer sind nicht ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven, Marionetten. Ist es das, was sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben? Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Alenko, Sie begleiten den Captain. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, wenn ich weg bin, Ash. Das gilt auch für Sie, Commander. Wir werden es schon schaffen, LT. Ja, ich... Viel Glück. Die Situation ist gefährlich. Halten Sie die Augen offen und machen Sie sich auf alles gefasst. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten.
Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt. Aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem AP. Das Manowai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. So, jetzt irgendwas stört ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manowar. Let's go. Oh. Nicht der Scheiß. Sie fordern Sat an der Bahn. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Wir stehen unter Beschuss. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. Thank you.
Bedrohung aus der Luft hat sich noch nicht materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Shadow. Shadow muss nahe dran sein. Stellung halten, Leute. Stellung Shadow halten. Shadow ist dran gerade. Nicht durchdrehen. Aber ich finde es auch geil, dass wir Shadow sind. Unglaublich nice, die Aktion. Hier auf Wörmeier. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. So soll das auch sein. Immerhin indoktriniert nur. Niemand war so geisteskrank, dem doch noch irgendwie zu helfen. Moment mal, habe ich irgendwie noch eine Mission hier? Okay, da haben wir dann noch eine eigene Mission am Start. Mhm. Gut. Knallen wir die mal ab hier. Hallo? Ist da jemand? Oh Gott, nicht der. Sie müssen an Boden gewinnen, Lieutenant. Wir wollen nicht, dass sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Bin ich jetzt überlastet? Wegen zwei Hits. So. Wir machen es vollständigkeitshalber. Hey, hinten ist noch was. Da war ich das letzte Mal nicht mehr. So. Diesen Raum vergesse ich immer.
Was wollen Sie? Ich habe... Wer sind Sie? Ja, ja. Der ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Hier stimmt was nicht, Shepard. Ihn freizulassen könnte die Mission bleiben. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier doktriniert. Raus. Lassen Sie mich raus. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Kann das Risiko nicht eingehen? Auf keinen Fall. Ich muss tun, was sie sagt. Ich muss. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich... Ja, sorry, entweder stirbt er da drin oder er wird von uns erschossen. Eins von beiden. Und beide Alternativen sind jetzt nicht gerade geil. Was ist eigentlich hier? Da war ich, glaube ich, auch noch nie. Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunther Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute, aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor sie auftritt. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Ja. Den konnte ich jetzt rauslassen. Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Was hat Saren dazu gebracht? Es ist beispiellos grausam. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Shepard? Bestenfalls verletzen Sie sich selbst. Wenn Sie noch einen Rest Verstand haben, könnten Sie ihn gegen uns richten. Lassen Sie sie raus. Sie werden uns nichts tun. Gut. Wenigstens wird die Explosion dem ein Ende setzen. Es schläft nie. Sie ruft. Und ich muss ihr folgen. Ist schon ein bisschen traurig. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Ach was. Die machen ja nicht mal Anstalten, rauszukommen. Aber vielleicht sieht man die später dann nochmal. Das wäre zumindest so ziemlich cool. Denn ich will nicht, dass man sagt, ich hätte niemanden, ja, wisst ihr, was ich meine, retten wollen. Wenn ich jemanden retten kann, ohne dass ich ihn direkt erschießen muss, dann tue ich das auch. Aber beim anderen wusste ich definitiv, der greift uns an. Wahrscheinlich soll das so sein, dass man eingeschüchtert ist und am liebsten alle drin lässt, ne? Wegen falschen Entscheidungen. Das könnte ich Mass Effect definitiv zutrauen. Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist! Ah ja. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut es ging vor uns geheim.
Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign, es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, dessen Ersatz ich war. Jetzt will ich einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Erzählen Sie mir mehr über dieses Signal. Signal ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Schiff strahlt eine Art Energiefeld aus, das die Gedankenmuster verändert. Nach einer gewissen Zeit, Tage, vielleicht auch Wochen, schwächt es auch den Willen. Man ist einfacher zu kontrollieren und zu manipulieren. Es ist jedoch ein degenerativer Zustand. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Nutzen. Je weniger Freiheiten ein Subjekt hat, desto weniger fähig wird es auch. Warum erforscht Saren das alles? Ist nicht er derjenige, der hier die Fäden zieht? Das Signal kommt von dem Schiff. Es sorgt dafür, dass wir Saren gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass er es kontrolliert. Wahrlich nicht. Ich glaube, er hat Angst, dass es auch ihn befallen könnte. Indoktrination läuft subtil ab. Wenn die Auswirkungen erkennbar sind, ist es meistens schon zu spät. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Oder wie... Ich glaube, Sie haben das genossen, Commander Shepard. Oder wie Tali sagen würde, Kila Selai. Ja. Ich habe es extra in ausführlicher Manier jetzt so gezeigt, weil das halt wichtig ist für die Story. Warum, wie, was macht die Sovereign, wie kann sie das? Na, also das sind alles so wichtige Aspekte. Wenn man die nicht versteht, ist das dann schon schwierig. Ich selbst weiß es aber, ihr halt zum Teil nicht. Oh, und der Sender. Sehen Sie doch, noch ein Sender, wie der auf Eden Prime. Jetzt wissen wir auch eigentlich, wo er hin möchte, nach Ilos. Aber zuerst nochmal mit der Sovereign sprechen. Hey, Sovereign. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist.
Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Das sagt er eigentlich in dem Sinne, weil er halt Sachen weiß, die man hier an der Stelle nicht wissen kann. Das haben sie auch gut umgesetzt, denn in Teil 3 erfährt man nämlich, ohne jetzt groß zu spoilern, wer die die Ersteller der Reaper waren und dass sie dann von diesem einen Reaper komplett ausradiert wurden. Denn ja, sie hatten einen Denkfehler und ja, eigentlich ist das gleiche passiert wie bei den Quarianern. Sie haben eine Maschine gebaut, die lief schief und naja, und bezahlten mit Leben. Nur in dem Fall, ja, mit sehr viel Leben, ne? Dadurch sind die Quarianer schon ein bisschen intelligenter. Klar, sie machen andere Fehler, aber immerhin machen sie ausgeht nicht irgendwie solche richtige Monstrums, wo irgendwie die ganze Erdbevölkerung, also besser gesagt die ganze Galaxie auslöschen können in ein wenigen Sekunden. Also schon ein bisschen heftig. Ich bin nicht allein. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Ah ja. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als sie es begreifen können. Ja. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Genau. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Ja. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Ja. Sie fanden sie einfach. Yes. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Und nicht mal deiner Art, sondern eben, sie haben sie ja auch nicht gemacht. Sie wurden ja selbst zusammengebaut, weil eine Maschine kann ja nicht aus nix entstehen. Ne? Also, irgendwer muss sie gebaut haben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, auf dieses DLC. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Ja. Yep. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Das auch? Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und
anzunehmen, enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Genau. Liara hat's gut zusammengefasst. Was er hier nicht sagt, der gute Sovereign, es ist eher, dass das ganze Wissen in den Reapern vereinigt wird. Das heißt, sie ernten sie eigentlich, um ja, intelligenter zu werden, ne? Um vielleicht eine Eventualität zu erreichen, so dass sie niemanden mehr umbringen müssten. Deswegen lassen sie sie auf den maximalen Stand der Dinge hochschrauben. Ah ja, jetzt sind sie auf dem höchsten Stand, alle abfarmen. War nicht intelligent dabei oder war nicht das dabei, was wir wollten. Okay, ab, zurück in den Orkusnebel oder was auch immer. Und dann, ja, warten wieder 50.000 und, Jahre. Mal gucken, wieder abfarmen. Ah ja, diesmal ist eine Lösung. Oh, cool. Wir berechnen die mal. Ah, nee, doch nicht. Okay, weitere 50.000 Jahre. Genauso läuft der Scheiß ab. Meine Fresse. Was wollen Sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt Ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Dann erklärst du uns doch. Also ich weiß deine Art der Existenz, aber meine Zuschauer vielleicht nicht. Denn ich weiß, wie ihr entstanden seid. Ich will jetzt nur nicht alles spoilern. Ich spoilere nur so weit, dass du hier kein Kauderwelsch von dir gibst, ne? Vollidiot. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Das wage ich zu bezweifeln nach dem Krieg. Aber gut, weil euch kann man immer noch lahmlegen, ihr seid immer noch mechanische Wesen. Ihr seid zwar immer ewig und ja, ihr seid für immer, aber nur, weil ihr Maschinen seid. Wärt ihr keine Maschinen, hättet ihr auch ein Ablaufdatum. Nur mal so am Rande. Aber gut. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Und woher kommen sie? Wir haben keinen Anfang. Da fällt mir gerade ein. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden... Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Oh Mann. Müssen Sie den Namen spoilern von unserem Crewmitglied in Teil 2, ihr Pisser? Oh my goodness, was für ein Foreshadowing. Wir sind Legion. Wir sind viele. Oh Gott. Ja, kleiner Fun Fact. Du bist nicht Legion. Also Legion. Es gibt nur ein Legion. Und der ist bei mir in der Crew in Teil 2, du Sackgesicht. Ja, aber was die Anzahl angeht, übertreibt er eigentlich nicht. Weswegen auch in Teil 3 einen, ja, ziemlich heftigen Plan umgesetzt werden muss. Welcher mit Shepard zu tun hat. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die
vor Wut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Interessant. Commander, wir bekommen Ärger. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Die Konsole funktioniert nicht mehr. Ideen, Commander Shepard? Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Ja, und da machen wir im nächsten Part weiter. Das habe ich schon in meinem ersten Let's Play gemacht. Denn ich möchte das mit der Sovereign definitiv separat haben. Deswegen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Wir sehen uns. Tschüss.